Der mittelsächsische Kultursommer schreibt für die 24. Saison voraussichtlich eine schwarze Null, zog der Vorstandsvorsitzende des MISKUS, Heribert Coesfeldt, vorläufig Bilanz. Noch liege kein Jahresabschluss vor, weil zum Beispiel Abrechnungen der GEMA fehlen. Es wird aber kein weiterer Zuschuss gebraucht. Es war finanziell eine ordentliche Saison, so der Vorstand. Anfang September hatte der Verein zur Abschlusspressekonferenz in den Hainichener Ratssaal geladen. Im Präsidium Platz genommen hatten auch der Bürgermeister der Stadt Hainichen, Dieter Greisinger, Schirmherr Landrat Matthias Damm und der Geschäftsführer Olaf Hahnemann. Nachdem Heribert Coesfeldt das finanzielle Resümee gezogen und den Sponsoren gedankt hatte, präsentierte Landrat Matthias Damm das statistische Zahlenwerk. An 16 Veranstaltungswochenenden hat der mittelsächsische Kultursommer Kultur für die breite Masse unserer Region gebracht. Und es waren wieder über 100 Vereine mitvertreten, die insgesamt mehr als 5000 Mitwirkenden. Das hat also auch sowohl von den Besuchern als auch von den Darstellern und Mitwirkenden eine wirklich große Breitenwirkung. Jährlich 90.000 bis 100.000 Besucher in den zahlreichen Veranstaltungen. Bei einer Einwohnerzahl von knapp 15.000 in unserem Landkreis ist damit rein statistisch gesehen jeder Dritte Mittelsachsen einmal beim Mittelsächsischen Kultursommer gewesen. Ich denke, realistisch wird vielleicht sein, dass jeder Vierte so eine Veranstaltung besucht hat. Das Festival hatte zahlreiche kulturelle Höhepunkte. Zu den großen Erfolgen gehörte Pipes and Drums in Klosterbuch. Die Veranstaltung habe die Erwartungen übertroffen. Mit 5.500 Gästen kamen fast doppelt so viele Besucher wie anfangs kalkuliert. Ausverkauft waren auch die irische Nacht auf Schloss Rochsburg, die Musiknacht in Lichtenwalde, die Orgelfahrt sowie die Veranstaltungen in Frauenstein und Bieberstein. Ausverkauft, Wochen im Voraus, war der Klanglichtzauber. Das traditionelle Auftaktkonzert fand innerhalb der Festwoche 150 Jahre Hochschule Mittweida statt. Dort spielte Phil Bates and the Berlin String Ensemble die Musik des Electric Light Orchestra. Aber es gab auch Veranstaltungen, die nicht gut liefen. Der Märchenzirkus auf Burg Scharfenstein lockte laut Coesfeldt nur ein Drittel der avisierten Besucher an. Dabei sei die Gästezahl bei der Premiere ohnehin schon niedrig angesetzt gewesen. Die Performance zum Stein auf dem Rochlitzer Berg hatte bei ihrer 20. Auflage die Erwartungen nicht erfüllt. Die Rockoper am Freitag zog mehr Gäste an als die eigentliche Jubiläumsgala am Sonnabend. Bei den Griebsteiner Kultursommernächten kam der Verein mit insgesamt knapp 1.900 Besuchern nicht an das Ergebnis vom letzten Jahr heran. Einer der Hauptgründe war die Baustellensituation an der Straße nach Griebstein. Dieser hatte gerade für Gäste mit einer weiten Anreise eine unverständliche Umleitungsbeschilderung. Einen weiteren Schwerpunkt der Pressekonferenz bildete der Ausblick auf das kommende Festivaljubiläum. Diesen präsentierte der Geschäftsführer Olaf Hahnemann. Neue Spielstätten und Veranstaltungsangebote sollen die 25. Saison 2018 bereichern. Der Klanglichtzauber findet am 9. Juni 2018 wieder auf dem Technikumplatz in Mittweida statt. Hier trifft Klassik auf Musik von ABBA. In Seelitz und Rochlitz gibt es die Fürstentage. Geplant seien auch mehrere Auftritte mit australischen Musiktalenten. In der 25. Saison wird es Abschlusskonzerte in Mittweida, Döbeln und Freiberg geben.